Mal schnell zum Prinzip des Spannungsteilers. Wir hatten ja gesagt, es geht hier um gewisse Potenziale, die kann man abgreifen. Leute, guckt hier mal auf das Video, da kann man sich das nochmal besser reinziehen. Ich möchte jetzt hier nicht allzu lange drauf eingehen. Dieses Video, wenn ihr hier rauf geht, auf das i, dann wartet das Video hier, ihr verpasst nichts. Ich könnte doch sagen, und das ist jetzt kein Ersatzschaltbild hier, weil die Widerstände habe ich extra mal in unterschiedlichen Längen gemalt. Man könnte also sagen, wenn ich hier verschiedene Potentialunterschiede mal messe, es fällt also über diesem Stück hier eine gewisse Spannung ab, könnte ich doch sagen, dieses kurze Stück ist der kurze Widerstand, das untere Stück der untere Widerstand und dazwischen kann ich auch einen extra Widerstand schalten. Das wäre sozusagen ein Ersatzschaltbild. Wie gesagt, nicht normgerecht. Und dann kann ich eine Teilspannung hier, und zwar die Spannung, die über diesem Widerstandsstück abfällt, messen. Gut. Es spricht aber nichts dagegen, wenn ich diesen Regler hier, also die Seite oder diese Messspitze mal hier unten ran halte. Das wäre dieses Prinzip. Oder elektrisch gesehen nochmal nicht normgerecht. Ich habe hier noch ein kurzes Stück Widerstand. Ich habe hier einen langen. Hier ist das kurze, hier ist meine Messspitze. Ich habe also zwei Widerstände in Reihe geschaltet und ich sage, ich messe mal vom unteren Teil, also praktisch vom Anschluss her, ne, messe ich mal die Spannung. Das ist genau das Gleiche. Dann habe ich auch eine gewisse Teilspannung. Es ist also nicht wichtig, dass ich immer auf dem Widerstand bleibe, sondern ich kann auch mal unten rangehen. Ne, so wie hier bzw. hier. Das Schaltbild jetzt doch dazu in Schwarz ist ein sogenanntes Potentiometer. Ein Potential, ich greife ein Potential ab. Und zwar mit einer Messspitze. Das Schwarze ist das Schaltbild. Und wenn ich jetzt nochmal um die Anschlüsse zur Spannung U Gesamt und U Teil ergänze, habe ich das in Braun nochmal gemacht. Zieht euch das nochmal rein. Oder wenn ich mal das ein bisschen normgerechter schalte, dann habe ich eigentlich bloß zwei Widerstände in Reihe. Hier ist mein Anschluss zwischen den Widerständen, ne, das wäre, müsste eigentlich einsehbar sein. Gut. Jetzt gab es einen Herrn Poggendorf, der hat 1850 ungefähr, hat der ein Potentiometer erfunden. Das ist jetzt, wie gesagt, kein Schaltbild dieses Bildes. Guckt mal, da ist hier, meistens ist es Konstantan oder irgendwas anderes, Schlechtleitendes, sind hier ganz viele Windungen als Widerstandsdraht aufgewickelt auf dem Keramikkörper. Hier sind die Anschlüsse hier außen und hier, das ist praktisch die Messspitze, also nicht Messspitze, hatte ich vorhin gesagt, das ist der Abgriff, wo man sagt, ich habe hier einen gewissen Teilwiderstand und hier. Insgesamt sind die beiden Widerstände verbunden, ne, der Teil und der Teil und trotzdem, Hauptsache, man sieht das jetzt auch. Ja, so. Und das Ganze, das waren damals Widerstände, damit konnte man die Beleuchtung von zum Beispiel Filmprojektoren regeln. Heute sind das so Schieberegler, die nimmt man auch so als Fader, also Fade, verschwinden lassen bei Mischpulten in Tonstudios. Das ist genau das Gleiche, da habe ich hier einen verschiebbaren Regler, innen drin ist ein Kohlewiderstand und dann entsprechend sind Anschlüsse und so weiter. Man sieht das in Schulen, ich habe, ach, das dürfte eigentlich gar nicht das Problem sein. Auch dieses Bild hier, also dieses typisch Schule, ein Schaltbild ist es nicht. Ich habe hier ganz viele Windungen eines relativ schlecht leitenden Drahtes. Hier sind die Anschlüsse. Und wenn ich mir das jetzt mal so betrachte, dann wäre hier der Schleifkontakt, den kann man drehbar, also um diesen Mittelpunkt, um dieses auf dieser ganzen Bahn herum schleifen lassen. Hier ist der Schleifkontakt an dieser Stelle und dann ist das das Gleiche. Ich hoffe, das reicht jetzt dafür, mal den Spannungsteiler einfach mal kurz darzustellen. Zur Berechnung komme ich dann später noch. Ich werde dann also noch weitere Links anfertigen. Nicht nur die, die hier oben waren, sondern auch hier zum Schluss. Und ich hoffe, dass euch das auch ein bisschen geholfen hat, mal das Prinzip zu verstehen. Bis denn. Tschüss.